Deutschlands erfolgreichsten Computers. Ich habe mir jetzt hier für heute Abend extra eine Kette gebastelt. Das ist ein Notarzt-Hubschrauber. Also ist auch vorne ein Arzt drin. Falls ich das mit dem Herrn Williams jetzt nicht so verkrafte, wie ich es mir vorstelle, kann ich mit diesem Gerät direkt an eine Infusion fliegen. Praktisch. Bis sich die quirlige Kölnerin vor fast genau 4 Jahren auf dem Boden ihres Badezimmers wiederfand. Diagnose: Schlaganfall. Und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Ja, man darf halt einfach nicht aufgeben. Es dauert unsagbar lange, also gefühlte 10.000 Jahre. Aber wenn man erstmal durchhält und irgendwie sich auch an schönen Sachen erfreuen kann, an Glitzer, am Bund, am Badefeld, da und so ein bisschen ja, ich habe das irgendwann mal angefangen, weil ich hatte in den 80ern eine Phase, da hatte ich hauptsächlich schwarze Klamotten und habe nichts wiedergefunden im Kleiderschrank. Und weil es gibt ja auch bestimmte schwarze T-Shirts, die man dann schön findet. Und dann habe ich die ganzen Sachen am Flohmarkt verscheuert und nur noch bunte Sachen gekauft. Ja, ich finde, das macht einen auch selber froh. Österreich muss sparen. Aber wie? Werden die Reichen zur Kasse gebeten? Wird es neue Steuern geben? Werden die Klein- und Mittelverdiener draufzahlen? Darüber diskutieren 300 Bürgerinnen und Bürger mit den politischen Verantwortungsträgern. Bürgerforum mit Peter Resetaritz, 31. Jänner, ORF 2. Morgen am Kulturmontag. Seelendrama, der Roman zum Amstettener Inzestfall. Im Interview Autor Regis Chauffré. Suchlässige Puppenspiele, das Film-Comeback der legendären Muppets. In Artgenossen, Blond, der Mythos einer Haarfarbe. Und Shane Stewart in einem abgründigen Hitchcock-Highlight. Der Kulturmontag mit dem Artfilm Vertigo. Morgen ab 22.30 Uhr, ORF 2. Am Dienstag bei Gabi Weidner. Strompreis ist da viel zu hoch. Was steckt hinter dem Konflikt zwischen E-Wirtschaft und Kontrollbehörde? Und Kirchenkampf im Internet, wie ultrarechte Katholiken Meinung machen und an Einfluss gewinnen. Report, Dienstag 21.05 Uhr, ORF 2. Der ist so brav, der Hund. Ist der Hund brav? Ja? Wo ist der Ist der Hund brav? Da schaut er rein. In den Fotoapparat. Ja?